Servus, grüß dich und herzlich willkommen auf der Klingenbach im LS17 mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und schau dir mal dieses Ätzwetter an. So ein ätziges Wetter, ne? Was soll man jetzt da machen? Alle haben die Lichter angeschalten, keiner lässt sich mehr sehen. Wir fahren mal unser kleines Töff-Töff hier nach oben. Ich habe das mal extra so hingestellt, damit man da so sieht, wie scheußlich das Wetter ist. Ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt einfach mal mit aufnehmen, weil man sieht es eh so selten, dass hier schlechtes Wetter hat. Ist ja so, ne? Und deswegen, ja, haben wir unseren Frontlader ja auch schön dort. Und hier, Frontlader, yay! Weil wir haben ja die Poltergabel oben. Wir könnten... Nee, zum Transporten holen wir dann eh mal einen anderen rauf. Das heißt, wir brauchen die Palettengabel selber hier nicht. Auch nicht am Sägewerk. Wir bräuchten... Was ist das eigentlich? Ist das jetzt Hagel? Es ist schade, dass es nicht liegen bleibt, ne? Schnee im Sommer. Kann es nicht sein. Das ist Hagel oder sowas. Aber trotzdem, Hagelkörner bleiben auch liegen. Das ist manchmal ganz schön unangenehm. Ich meine, wir fahren hier ohne Dach. Oh mein Gott, uns könnte es ja hier... Wir könnten erschlagen werden von einem riesen Hagelkorn. Aber die Sonne kommt schon wieder raus. Wie es ausschaut, wird gleich wieder besser. Das heißt, wir haben hier eigentlich nicht mit größerem Umbild zurecht. Jetzt holen wir erst einmal den Hänger vom Palettenwerk. Ah, das Kartonwerk arbeitet noch. Wie schön. So muttert. So. Genau, da ist unser Hängerlein. Das nächste Mal machen wir das vielleicht mal ein bisschen geschickter mit dem Abladen. Ich hoffe, ich denke dran. Ich hoffe, der kann jetzt auch was anhängen. Werden wir gleich sehen. Sollte aber eigentlich. Ja, kann er. Sehr gut. Ach, das ist doch mal ein Bild für Götter. Müssen wir gleich mal aus der Außenperspektive angucken. Der kleine Traktor mit dem Riesending. Da könnte man ja fast hier schon mal das Blitzlichtgewitter anschalten, damit das Dach hier aufpasst, was es tut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eigentlich sollte ja mit dem Ding Drehschemmel rückwärts fahren gar nicht so das Thema sein. Nachdem der ja fast auf der Stelle wenden kann. Und irgendwie... Warte mal. Müssen wir die Musik lauter machen. Entweder ist das Lied gerade besonders leise oder die Musik ist besonders leise. Die Musik ist besonders leise. Alles klar. Na, Hauptsache mich hört man. Oder auch nicht. So, dann werden wir mal... Ja, was soll man machen bei dem Schmuddelwetter? Kannst ja eh nichts tun. Können wir in den Wald gehen, oder? Gehen wir mal wieder in den Wald und sorgen dafür, dass wir wieder Paletten haben, um damit richtig Kohle zu verdienen, bis wir mal anderweitig richtig Kohle verdienen können. Und jetzt schauen wir mal, ob das ohne Moorrealistik vielleicht auch besser geht, hier die Dinge rauszuziehen. So, ich stelle den mal da ab. Ich stelle den mal hier ab und dann holen wir mal unsere Greifzange da hinten wieder. Und Stuppen, also die Baumstümpfe, müssen wir sagen, mal fräsen und mal neu anpflanzen. Wir müssen irgendwann mal aufforsten. Irgendwann haben wir keinen Wald mehr und dann schauen wir blöd. Und das wäre ja dann total blödsinnig, ne? Also wir machen schon ziemlich viel Wald eigentlich. Das, warte mal, Hilfe. Das muss man mit der Maus hochziehen. Genau, so war das. Alles klar. Hammer. Das kann man nämlich nicht... Was steht denn der so schäbst da? Was für ein Loch habe ich in den reingefahren? Wow. Okay. Huch. Lass uns mal gucken jetzt, ob das jetzt besser geht alles. Ohne Moorrealistik. Vielleicht hat er ja auch sich so schwer getan wegen dem Moorrealistik. Wir checken das mal ab. Mit dem Baum. Der Baum ist hübsch. Der Baum, ja, da ist auch schon einer umgenietet worden. Bist du ein Baum? Jo, eine Tanne, 100% gewachsen. Cool, kann man damit auch anzeigen lassen. Wie schön. So, wir ducken uns, wir drehen um und schneiden mal durch. Baumfeld.
Ach, zu spät, sorry. So. Entasten, entgräten. Und dann schauen wir mal, ob wir den rausgezogen kriegen, vernünftig. Oh, das ist ein Riesending. Ist das ein Riesending? Wahnsinn. Cool. Den größten aller Großen erwischt, ha? Eigentlich könnte immer das Blitzding jetzt da oben mal wieder ausmachen. Das ist ja albern. Gerade zu albern. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich da hinkomme. Ob das jetzt alles mal ein bisschen besser funktioniert. Und die Entscheidung, den MR rauszunehmen, wirklich so dann ganz perfekt war oder nicht, das werden wir gleich sehen. So, pass auf. Wie war das jetzt? Beide Maustasten und ganz aufziehen. Genau, so. Über den Stumpen drüber fahren, das ist immer gut. So, wir haben eingegriffen. Wir gehen ein bisschen runter. Kann man da noch ein Stückchen rein an den Baum? Nee, ich glaube, das war's soweit. So, und dann machen wir mal die Klammer zu. Oh. Okay, so ganz. Ah, da spielt die Physik wieder eine große Rolle, ne? Die Physik, über die ich mich ja jedes Mal wieder... Ich weiß nicht. Ich hoffe ja, dass das mal besser wird. Ich meine, das kann doch so schwer nicht sein, oder? Eigentlich, ich weiß es nicht. Halt. Das macht man halt nicht ganz zu. Ah, es fängt an zu zittern, machen wir wieder ein bisschen auf. Und das ist die Frage. Du bleibst drinnen. Okay, gut. Oh, aber wir kommen hier nicht über ein Dings drüber, oder? Sehe ich das falsch? Wir könnten ja noch ein bisschen hochheben. Warte mal. Das war, ja, so viel zum Hochheben. Wir könnten ja mal hochheben hier. Hallo, ich heb mich mal hoch. Haha. Ich gehe mal tanzen. Okay, das lag also... Das ist einfach, weil der Baum groß ist, ne? Ja, also das lag jetzt nicht an MR. Das liegt einfach daran, dass es dann doch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Nee, schau mal, der zieht ihn ja komplett gerade irgendwo hin. Okay, das ist also so schon mal nichts. Haben wir schon gesehen. Ach, ich liebe es. Und wie war jetzt das mit dem Maßband-Mod? Ich kriege ja dann immer auf die Reihe. Klick, klick, klick. Shift, klick, klick, klick. 0 Meter. Alt und rechte Maustaste ist es, okay. So, wie lang bist denn du überhaupt, du Baum? Oh, haben wir aber große Stück erwischt, ha? Ein großes Stück. 30 Meter. 33 Meter. Wow. Ich würde sagen, wir kappen ihn auf 10, 10, 10, oder? Ja, das hört sich gut an. 10, 10, 10. So ungefähr halt. Dann tun wir es auch mit dem Rausziehen nicht mehr so schwer. Machen wir es lieber so. So. Na? Da war er. Da ist er. Da ist er. So, und durch jetzt bitte. Komm, was ist denn? Ja, Wahnsinn. Autsch. So, und dann wieder Alt, rechte Maustaste. Alt, rechte Maustaste. Danke. Ah, der Maßbandmod ist schon eine gute Erfindung, ne? Ich finde schon. Dann sägt man da nochmal und dann hauen wir Spitzel noch weg. Und dann sollte doch das funktionieren, oder? Wenn wir jetzt hier das Spitzel so rennen. So, wo ist es? Da ist. Den Zahnstocher wegmachen. Perfekt, passt. So, und dann schauen wir mal, ob wir ihn jetzt rausgezogen kriegen. Es ist ein kürzeres Stückel. Jetzt sollte das doch funktionieren. Kann ich ihn jetzt auch ein bisschen hochheben? Oh ja, guck mal, wie ich jetzt hochheben kann. Das ist ja auch wieder schwierig, ne? Ich sag ja. Dafür hängen wir es an einem Baum fest. Das ist natürlich auch schwierig.
Der wird uns auch gleich stören, denke ich mal. Holla, wir sind dran vorbeigekommen. Ah, Hilfe. Und an dem auch. Aha. Ist ja lustig. Also das ist ja wieder... Hier, guck mal. Ich glaube nicht, dass ich einen 10 Meter Baumstamm so einfach mal hochhebe. Da hebt es halt auch den Traktor trotzdem aus, oder? Ja, er hebt ja auch leicht aus, aber... Entschuldigung für lauter Gucken. So, dann schmeißen wir den hier mal ab. Und auf und fahren und falsche Richtung. Klonk, richtige Richtung. Dann machen wir doch das Zange. Die Zange gleich wieder auf und holen noch zwei Baumstämmchen. Da liegt er. Also das Gerät im Wald ist perfekt. Das ist das richtige Waldgerät. Also das gefällt mir. Und ich meine, er ist jetzt auch nicht der Schwächste der Schwachen. Aber glaube ich auch knapp. Weiß jetzt gar nicht, wie viel PS der hat. Aber er ist halt so schön wendig. Ich meine, das macht so viel aus im Wald, dass du da ein bisschen Wendigkeit hast. Runter. So geht's ganz runter und so ist die Bewegung okay. Dann fangen wir mal ein. Nicht weiter als so. Heben mal den ganzen Baumstamm wieder hoch. Toll ist das. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder rauskommen und es wird zu groß hängen bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir hängen gerade wieder irgendwo. Sollte aber gleich vorbeigehen. Ja, jetzt haben wir es. Ha. Perfekt. Hier. Ja, den schleifen wir jetzt doch ein bisschen hinterher. Das ist ja auch besser so. Das ist irgendwie echt knapp, finde ich. Also der kann doch nicht... Ich glaube nicht, dass er so einen Baum so hochheben kann. Ich glaube es einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so dieses hier. Pass mal auf. Das da. Das ist so ein Witz. Geht doch nicht. Also in echt geht das, glaube ich, nicht. Da wird es wohl doch den Schlepper einfach voll auf die Hinterhaxe stellen. Gut, der hat es keine, aber trotzdem... Dann haben wir wieder was fürs Palettenwerk und ich glaube, ich brauche einen Häcksler. Auf Dauer brauche ich einen Häcksler, weil das Palettenwerk häckselt nicht genug. Oh, da unten liegt er. Ja, perfekt. Siehst, ach, ich liebe es. Also dieses Gerät ist so toll. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Schau mal, runter mit dem Ding. Baum eingefangen. Jawohl, haben wir einigermaßen. Einmal zu mit dem hier. Und hochgehoben. So. Schauen wir mal nach hinten, was die Stangerl da so macht. Baumstamm-Mikado. Und dann fällt er plötzlich runter. Okay, ja, passt schon. So, wo hängt man jetzt? Nirgends. Irgendwo hängen wir fest. Ach, an dem Baum da hinten noch. Hey. Jetzt lass mich mal durch da, komm. Ich heb dich hoch, so. Dafür fahr jetzt nimmer. Jetzt dat. Ich glaube, ich bin am Stumpf hängen geblieben. Das ist, schaut irgendwie merkwürdig aus, oder? Ich bin der Zahnstocherfabrikant. Zahnstocherfabrikant. Ohne Zahnstocher würden hier auch noch fehlen. So, das war's. Komm. Gut. Schön. Also mit dem Ding im Wald, das ist fun, das macht Spaß, das ist toll, das gefällt mir einfach. Ich meine, wir hätten jetzt die drei Stammel ja auch einfach so hinterziehen können. Machen wir aber nicht. So, weg mit dir. Hänger geholt.
Ja. Passt. Bleibst du stehen? Fährst du rückwärts? Vielen Dank. Wo ist da eine Kante im Boden? Die ist mir noch nie aufgefallen so. So, jetzt muss ich wieder selber gucken. Jetzt muss ich erstmal raus hier. Wir brauchen die rechte Seite. Also ohren wir mal auf die rechte Seite und sagen mit B auf Land bitte. Schlupp, schlupp, schlupp. Nein. Wieso lädst du jetzt nicht auf? Rechte Seite steht doch da, oder? Ich meine, manchmal bin ich ja schon irgendwie... B. Du bist doch ein Stamm. Du bist zu lang. Ach, du bist eindeutig zu lang. Alles klar. Stopp, Autoload. Okay, nein, mache ich jetzt mal nicht. Wir schneiden das einfach mal in der Mitte nochmal auseinander. Und dann sollten die Stämmchen von alleine verschwinden, ne? Der kann nicht so lang. Also so... Hier mal. Hallo. Dann halt du zuerst. Na? Muss ja irgendwo meine Anzeige kommen. Ach, dieses blöde Kettensägengedöns, das ist schon irgendwo schwierig manchmal. Dann gehen wir halt mal in die Hocke, sehen wir's dann. Jawohl. So, der ist weg. Der ist hoffentlich auch gleich. Kartonfabrik, keine Hackschnitzel mehr. Nein, du noch nicht. Und dich sägen wir auch mal hier auseinander. Gut. Kriegen wir alles schon gebacken. Irgendwann, irgendwie. Bin da ganz zuversichtlich. So, haben wir auch. Jetzt dich noch, bitte. Den mag er nicht. Warum magst du den nicht? Hirsch. Huch. Ah, jetzt mag er ihn. Sehr merkwürdig. Und ist die zwei noch bitte? Sind wir jetzt nah dran oder was? Was ist denn da los, ha? Du Hänger. Machst du mal das bitte, wie ich gerne hätte? So. Macht er nicht. Ach, du bist noch eine komplette Stange, das ist dir zu viel. Ja, ist ein bisschen zu lang, gell? Ja. Aber gut, der Kartonfabrik ist es Gott sei Dank egal, wie das ankommt, das Zeug. So. Schlupp, schlupp. Beide oben. Das heißt, ich meinte, es ist nichts mehr auf dem Hänger drauf. Eieiei. So, dann bringen wir denen nur kurz das Zeug dahinter. Und dann passt es. Und irgendwann müssen wir Aufforstgeräte kaufen. Das machen wir im Winter aufforsten, oder? Da müssen wir auch was zu tun haben. Außer Viecher und Schneeschippen. Genau, dann machen wir das so. Ich muss wieder rein sitzen. Ach Gott, hey. Ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem richtig fahren. Manchmal. So, jetzt machen wir es mal gescheit. Hol ich wieder raus. So, jetzt sagen wir hier Autoload stoppen. Dann sagen wir O. Ach, da haben wir nur die zwei Seiten. Ich kann nicht nach hinten. Das ist ja blöd. Na gut, dann ist egal. Y und weg mit dem Zeug. Na geht doch. Aber es ist jetzt nicht in der Fabrik drinnen, gell? pass auf, dann laden wir es nochmal auf. Und ein bisschen zurück. Ah, warte mal. Mach mal anders und dann hören wir auf. Ja.
mach mal anders. Ich habe linke Seite angeschalten, das passt. Und mit, machen wir mal den B aus und mit Y muss ich dann das Abladen starten. Okay. So, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Dazu gehen wir mal wieder in die Außenansicht. Steht eigentlich gut dort, ne? Schauen wir mal, wenn wir es mit Y entladen. Jawohl, passt doch. Super. Ach toll. Ich find's schön. Ich find's gut. Ach, und die Sonne scheint auch wieder perfekt. Perfekt. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns irgendwann einen Häcksler besorgen. Also, ja, weil die Hackschnitzel gehen ja leider nicht so weit von der Palettenfabrik, dass die Kartonfabrik damit laufen kann, komplett durch. Was ich schade finde, aber es ist halt so. Und was wir auch noch bräuchten, wäre... Ja doch, nee, eigentlich nur ein Häcksler, sonst nix. Ich glaube, ich hänge gerade irgendwo fest. Oh oh. Aber ganz massiv. Ach komm. Kann ja nicht angehen. Habe ich dich jetzt komplett festgehängt, Hänger? Na, komm jetzt. Jetzt zum Schluss hin nochmal schnell ein bisschen Blödsinn gebaut. Ja, passt schon. So. Gut. Dann fahren wir halt ein Stückchen weiter weg von der Wand da rein. Und machen hier die Drehung. Gut, und du stehst gut so. Du stehst gut so. So gefällt mir das. Ey, mal die Maschinen wieder aufräumen. Wann musst denn du eigentlich in die Wartung? 29 Stunden oder 35 Tage. Okay. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Eigentlich könnte ich sein Dingenskirchen hier mal abstellen. Das braucht er auch nicht die ganze Zeit. Obwohl, eigentlich ist es wurscht. Das kann auch mit sich umfahren, oder? Eben. Ja, dann gucken wir mal, was wir nächste Folge treiben. Nachdem das Wetter wieder schön ist. Vielleicht lasse ich es wirklich mal den Tag komplett verstreichen, wo wir nichts tun. Wir könnten mal Erdbeeren verkaufen gehen. Demnächst mal. Einfach mal schauen, was das so bringt. Wir haben ja ein paar Erdbeeren. Was bringen Erdbeeren eigentlich? Geld. Money, money. Achso, und die Viecher, was machen die? Ja gut, da ist noch nicht so viel wiederkommen. Passt schon. Der kleine Rote wird sich auch als Hoftrag gut machen. Aber da habe ich noch einen anderen im Blick. Genau, der schon beim Gary steht. Genauso wie mein Drescher schon beim Gary steht inzwischen. Genau, und dann könnte man eigentlich mal... Ich müsste verkaufen. Ich möchte meinen Drescher noch verkaufen. Das mache ich jetzt zwischen der und der nächsten Folge. Das mache ich alleine. Drescher verkaufen. Genau, und ich wollte gucken, was die Erdbeeren bringen. Wahnsinn, vor lauter Überlegen schon wieder, was man tut. Aber irgendwas von da ist doch sicher Erdbeeren. Das da. Ja. Ist eine nette Zahl. Damit kann man arbeiten, ne? Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mal Paletten verkaufen. Nein, Erdbeeren verkaufen. Auf jeden Fall. Arbeitest du eigentlich noch? Man hört nichts. Nee, wahrscheinlich sind die Hackschnitzel alle. Ja, die Hackschnitzel sind alle. Paletten hat man noch genug. Hackschnitzel alle. Verdammt. Karton stehen auch schon wieder ein paar da. Okay. Ja, passt. Ja, okay. Dann war es das für diese Folge, würde ich mal sagen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten wieder. Und jo, bis dahin wünsche ich nur das Beste. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.